Hey ho Leute, ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr und willkommen im Jahr 2020. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was sich so dieses Jahr ändern könnte oder nicht nur könnte, sondern auch ändern wird. Und zwar erstmal hoffe ich, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut überstanden habt. Keiner irgendwie zu Schaden gekommen ist, zu Silvester keiner Alkoholvergiftung hatte oder was auch immer. Sondern dass ihr einfach gesund und munter ins neue Jahr gekommen seid. Und nicht wundern, ich habe hier gerade im Creative noch 2 Millionen Schneemänner gebastelt, weil ich mir so dachte, das ist jetzt so dieser typische Wintermoment. Und dann lasse ich mal die Schneemänner ausrasten. Und was sich ändern wird jetzt auf YouTube für mich persönlich ist, ich werde ein Stück kürzer treten. Ein ganzes Stück kürzer treten. Ich möchte das jetzt ungefähr so handhaben, dass ich Videos rausbringen, aber bloß noch eins die Woche. Und wenn, dann TTT. Das Projekt mit The Walking Dead ist nicht tot. Das möchte ich aber halt entweder am Stück aufnehmen oder am Stück streamen. Und einfach als Streaming-Zusammenschnitt auf dem Kanal lassen. Großartig Projekte habe ich dann auch nicht geplant für dieses Jahr, weil ich einfach für mich selbst sage, ich möchte, was YouTube angeht, kürzer treten und halt auch dann dementsprechend dann mich auf die Dinge konzentrieren, die ich wichtiger als wirklich wichtig erachte. Das ist zum Beispiel dann halt einfach Dinge mit der Familie unternehmen, Freunde, sowas in der Art. Mein Zocken wird jetzt nicht komplett runterfallen, aber es darf nicht, also ich möchte es nicht mehr so haben für mich persönlich, dass wenn ich aufstehe, mir so denke, ich könnte das und das und das zocken, sondern als erstes sollte so diese Idee kommen, was könnte ich jetzt machen, was nicht unbedingt mit Zocken zu tun hat. Und das ist halt, das wäre mal was Neues. Und ja, großartigen Unterschied wird es jetzt für euch nicht machen. Ihr habt ja dann anstelle von mehreren Videos einfach dann ein Video, zum Beispiel TTT. Ich sag mal, wenn wir 3 Stunden aufnehmen, mache ich nach einer Stunde einen Cut. Moderiere dann nochmal neu an und dann habt ihr halt, was weiß ich, 1-2 Folgen pro Woche, die ihr euch dann angucken könnt. Da habe ich auch vielleicht noch ein bisschen was dann vorproduziert. Und dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Heißt dann, 52 Videos die Woche sind immer noch 52 Videos. 52 Stunden Videomaterial. Und im Vergleich zu dem jeden zweiten Tag was, ist halt dann auch wieder was anderes. Und ich sag mal, wenn es 56 Wochen sind, ist ja trotzdem, ist ja scheißegal. Macht er deshalb nicht so viel mehr aus. Geht mir einfach darum, dass ich dann halt wirklich für andere Dinge mir mehr Zeit nehmen kann. Und da kommen wir auch dann schon zum nächsten Thema. Also ich hoffe, ihr nehmt euch auch fürs Jahr 2020 genauso wie ich was anderes vor. Irgendwas, wo ihr sagt, das möchte ich mal angehen. Zum Beispiel, ihr wollt aufhören zu rauchen. Ihr wollt abnehmen, weil ihr halt zu den Feiertagen jetzt wieder ein paar Kilo zugenommen habt. Da kann ich euch den Tipp geben. Zum Beispiel, was Rauchen angeht, da kann ich immer bloß meinen Bub zitieren oder meinen Bub, was der gemacht hat, allen ans Herz legen. Er hat zu Silvester gesagt, so, das war meine letzte Zigarette, hat die zu Ende geraucht, ist ins Bett gegangen, ist am nächsten Morgen aufgestanden und war nicht Raucher. Er hat immer gesagt, dass es nicht einfach gewesen ist, weil halt so bestimmte Gewohnheiten wie die Zigarette nach dem Essen, die Zigarette vor dem Essen, irgend sowas. Das sind halt so Dinge, die sind einfach so drin, jahrelang. Und das ist dann auch so dieser Drang, das auch weiterhin machen zu wollen. Aber es ist halt nicht so der Sinn der Sache. Ich meine, Rauchen ist halt nicht umsonst schädlich. Rauchen ist halt so ziemlich das Schlimmste, was ich mir so vorstellen könnte, wenn ich meinem Körper irgendetwas antun wollen würde. Dann würde ich anfangen zu rauchen. Dann würde ich wissen, okay, jetzt kann ich anfangen, meinen Körper richtig kaputt zu machen. Und wie gesagt, wenn ihr anfangen wollt, halt anfangen aufzuhören zu rauchen, zieht's einfach durch, am Stück. Ihr werdet euch hinterher besser fühlen, ihr habt mehr Ausdauer, ihr werdet nicht mehr bei jedem Scheiß außer Atem sein, euer Lungenvolumen wird sich nicht mehr so nach 2-3 Treppensteigen so anfühlen, so, sondern ihr werdet dann denken so, ah, cool. Ich bin jetzt in den 5. Stock gelaufen, ich fühle mich fit wie ein Turnschuh.
Und ja, so eigentlich im Endeffekt war es das schon, was ich da so sagen kann. Und wenn ihr abnehmen wollt, ist es so im Endeffekt auch dasselbe. Wenn ihr abnehmen wollt, nicht nur sagen, sondern machen. Einfach durchziehen, zum Sport gehen, zu Hause ein bisschen was machen, vielleicht Fahrrad fahren, wenn ihr einen Hometrainer habt. Ein bisschen Kniebeuge, Liegestütze, sowas, das reicht ja schon. Hauptsache, ihr macht was für euren Körper. Und wenn ihr halt zu schnell wieder aufhört, merkt ihr das sowieso, weil dann ist das Gewicht so auch wieder auf die Rippchen drauf. Das ist halt, das ist der Jojo-Effekt und da glaubt mir, also ich bin jetzt nicht fett, ganz im Gegenteil. Ich zähle sogar als untergewichtig, aber ich kenne das von anderen Leuten, die dann einfach, die haben Sport gemacht und dann halt wieder ganz normal gegessen, nach 2, 3 Monaten, war wieder wie vorher. Haben wieder zugenommen, sahen wieder aus wie vorher, hat gar nichts gebracht. Also lieber, wenn ihr sowas anfangt, zieht's durch und wenn ihr es durchzieht, dann richtig. Da drüben ist gerade Schneemann auf dem Feuer verbrannt. ja, mehr kann ich euch jetzt auch nicht erzählen. Vielleicht gibt es mal ein paar Vlogs dieses Jahr von der Gartenarbeit, von irgendwas Real-Life-mäßigen. Aber wie gesagt, großartig, so mega viel zocken wie dieses Jahr möchte ich eigentlich nicht mehr. Es ist einfach, nö, einfach mal eh. Weil, also ich für meinen Teil muss halt sagen, ich habe mit YouTube dieses Jahr sehr viel Zeit verplempert. Das klingt jetzt falsch, wenn ich das sage, aber ich habe sehr viel Zeit in bestimmte Videos oder in bestimmte Projekte reingesteckt, wie zum Beispiel das, wo ich angefangen habe, wieder richtig zu schneiden und zu rendern, nicht einfach nur TTT-Videos einfach ungeschnitten hochzuladen. Und das kostet Zeit. Ihr schneidet und rendert, weil ihr guckt euch im Endeffekt das Video 1 zu 1 nochmal an. Habt ihr ein 20-Minuten-Video, guckt ihr euch 20 Minuten Video an. Dann steckt ihr nochmal bestimmt eine Stunde Zeit rein, das zu bearbeiten. Dann guckt ihr euch nochmal eine Stunde, nochmal dieselbe Zeit, wie ihr dann gebraucht habt zum Bearbeiten, oder was die Videolänge jetzt ist, dann guckt ihr nochmal an. Und denkt dann so, ah, ihr könnt noch was einfügen. Dann macht ihr das nochmal. Sag mal, habt ihr dann 2 bis 3 Stunden für ein Video. Dann ladet ihr das Video nochmal eine Stunde hoch. Und dann sind, ja, 4 Stunden, 4 bis 5 Stunden für ein Video draufgegangen. Dann habt ihr einfach effektiv 5 Stunden Zeit verplempert, wenn ihr das nicht, wenn ihr damit kein Geld verdient oder halt dann nicht genug Zuschauer habt, weil ich sag mal, wenn das jetzt bloß 3, 4 Leute zuschauen, dann könnt ihr zwar das, also es kann ja jeder machen, wie er will, aber ich persönlich denke mir dann immer so, wenn es halt nicht genug Leute anschauen, dann komme ich mir halt immer ein bisschen doof vor, dann so viel Arbeit zu machen. Ich wäre jetzt auch weiterhin zum Beispiel, wenn dann der Ralf sagt, hey, wir wollen jetzt gerne, was weiß ich, ein Minecraft-Projekt starten, ein, keine Ahnung, Scribble.io ein bisschen aufnehmen oder sowas. Das habe ich auch gefragt jetzt die letzten Wochen und Monate. Dann mache ich da auch sehr gerne mit. Aber ich möchte halt jetzt nicht mein Leben nur aufs Zocken hin auslegen. Weil, wie gesagt, es gibt wichtigeres oder wichtigere Dinge im Leben als es Zocken. Es ist zwar ein schöner Zeitvertreib, aber es sollte nicht zur Gewohnheit werden, dass Zocken wichtiger ist oder der PC wichtiger ist als irgendwie das Real Life. Ich habe das zwischendurch in meinem Leben mehrmals falsch gemacht. Kann ich euch aber jetzt nichts Näheres dazu sagen, sondern ich kann einfach bloß sagen, ich habe viele Dinge einfach wegen dem Zocken schleifen lassen und kann aber immer sagen, egal was ihr macht, das ist es nicht wert. Und deshalb sage ich einfach auch für mich wieder, okay, ich trete kürzer und gucke, dass ich jetzt im Real Life wieder mehr mich darauf konzentriere, auf die Dinge, die wichtig sind. Und das soll es auch eigentlich jetzt schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt euch was Gutes vorgenommen für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr schafft es auch, das durchzusetzen, dass ihr stark genug seid, das wirklich durchzuziehen. Und würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, was dann die nächsten Tage irgendwann dann kommt. Weiß noch nicht, was es sein wird. Und ja, bis dahin, Leute, viel Spaß und einen schönen Start ins neue Jahr. Ciao, ciao.